Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Map Brandstedt. Jawohl, wir sind in Version 1.0.0 unterwegs und haben den ersten Einsatz reinbekommen. Ein TH0-Verkehrsunfall-Sachschaden. Jawohl, da kümmern wir uns doch gerade mal drum. Schicken wir einfach mal einen Streifenwagen hin, soll er sich gerade drum kümmern. Ja, Polizei muss kommen, weil halt hier öffentliches Zeug beschädigt wurde, die Lampe, und deswegen muss die Polizei da kommen und das aufnehmen und so weiter. Ja, ich bin leider immer noch krank und nehme diese Folge gerade im Anschluss zu der letzten Folge auf, also da hat sich nichts geändert. Nur, dass ich eigentlich eben gerade schon eine Folge aufnehmen wollte, aber ich hatte nach ein paar Minuten leider den Grafikbug. Deswegen habe ich die Grafik jetzt ein bisschen runtergeschraubt wieder. Wir sind jetzt auf Einstellungen hoch unterwegs mit 60% Bevölkerung und ich hoffe mal, dass das jetzt so funktioniert ohne Probleme. Ja, Grafikbug, bekanntes Problem, aber liegt nicht an der Mod, sondern liegt an Emergency selber und deswegen, ja, kann man da leider nicht wirklich was machen. So. Dann warten wir gerade mal, bis die Polizei hier ankommt, würde ich sagen. Eigentlich hätte ich mir das mit Blaulicht anfahren lassen auch sparen können, oder? Ist ja jetzt nicht so ein lebensgefährlicher Einsatz. Ja, die Polizei fährt gerade außerhalb von der Map. Deswegen, muss ich gerade kurz warten, bis sie wieder ins Bild reinkommt quasi. Tja, wir müssen natürlich dann auch mit der Polizei hier das Fahrzeug abschleppen lassen. Das heißt, wir brauchen die Polizei doppelt. Und da sind sie auch schon. Ja, komm, Blaulicht braucht ihr da nicht. Warnblinker und so an. Ihr habt ja auch noch diese Heckblitzer da hinten drauf, quasi beim Blaulichtbalken. Also einmal abschleppen, einmal befragen. Und dann kümmern wir uns gerade hier um den Rettungsdiensteinsatz. Einsatz für den Rettungswagen. Einmal hier hin vor die Ampel. Genau, gebrochener Arm. Wie cool ist das denn? Die sprechen Sims. Wie cool. Blablabla. Oh Mann, so viele coole Details hier drin. So viele coole Details. Ich habe übrigens gesehen, mein Kanal von YouTube ist nur auf dem einen oder anderen Plakat auf der Map verteilt. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wo das war, wo ich in der letzten Aufnahme nochmal was gesehen hatte. War auch jedenfalls eine Nähe hier, genau, von einem Kuhstall. Da, Tommy2009 auf YouTube. Sehr schön, ich feiere es einfach immer noch total. Vielen, vielen Dank nochmal an das Lüdenscheid-Team. Richtig coole Aktion, danke, danke. So, der Einsatz. Der Zeuge ist mit Blibla-Blu-Blu befragt worden. Und somit ist es eigentlich an sich erledigt. Wir warten jetzt gerade noch, bis der Abschlepper da ist. Und dann ist der Einsatz abgehakt. Da fahren gerade die Stadtwerke anscheinend rum. Und Rettungswagen ist angekommen. Sehr schön. Heckwanne an, Blaulicht aus. Hätten zwar ein bisschen weiter an der Seite parken können, aber warum? Geht auch so. So, dann behandeln wir gerade mal die gute Frau. Mit dem gebrochenen Arm. So, kannst du schon mal in die Nähe stellen. Ich brauche mal gleich. B0, Buschbaumbrand. Oh, unschöne Position. Unschöne Position. Kann sich das hier arg ausbreiten? Ja, und da kommt man nirgendwo gut dran, oder? Von der Seite können die Feuerwehrleute nicht drauflaufen. Von der Seite können die Feuerwehrleute nicht drauflaufen. Normalerweise. Ja, was machen wir da? Ich meine, ich schicke mal ein HLF her. Ich werde die Ausfahrt hier gerade auch mal dicht machen. Irgendwie kann ich diese Schilderbrücken ja auch umstellen, aber ich weiß nicht genau wie. Das muss ich noch rausfinden. Also ich meine gelesen zu haben, dass man das kann. Das werden wir noch rausfinden, ob das geht oder nicht. So, ich schicke gerade mal die Autobahnpolizei hin. Einmal einen Streifenwagen hier. Einmal nochmal hier vorne. Dann machen wir gerade da einfach mal dicht. So, du nimmst die Person mal auf. Dann bringen wir die schnell mal ins Krankenhaus, weil gebrochener Arm ist doch eine sehr unschöne Situation. Hatte ich zwar noch nicht, aber ja. Hört und sieht man ja leider doch öfters mal. Ich bin eher so Typ, ich reiß mir lieber die Bänder ab.
Es ist mein größeres Hobby als Knochen brechen. Ah, okay, die fahren rückwärts hier auf die Spur drauf oder wollen es versuchen oder auch nicht oder... Ja, ist aber korrekt. Kann man machen, warum nicht? Kann man machen, warum nicht? So, ich würde sagen, Schnellangriff, aber wirklich schnell, nicht, dass da noch irgendein anderer Baum brennt, solange man da irgendwie nicht richtig drankommt. Och nein, die Emergency-Logik. Die finden wieder keinen Weg jetzt zu ihren Fahrzeugen, deswegen rennen die jetzt wie blöd wieder durch die komplette Map. Okay, mit dem Fahrzeug können wir also nicht löschen. Ich brauche TLFs hier. Ich hole noch mal eins. Soll gerade mal hier drüben parken. Ich will jetzt nicht wissen, wo die hinrennen. Ah, vielleicht laufen sie doch gar nicht so weit. Was macht eigentlich die Autobahnpolizei? Wo ist sie denn? Da bewegt sich ein blauer Punkt. Aber eigentlich hatte ich ja zwei Streifenwagen alarmiert. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wo der zweite Wagen herkommt. Ich sehe aber auch gerade keinen zweiten Punkt, muss ich sagen. Keinen zweiten blauen Punkt, der sich über die Map bewegt. Okay, die sind am Löschen. Sehr gut. Und haben sich sogar hier drüber gebackt. Sehr gut. Das ist super. Das ist super. Dann haben wir es unter Kontrolle. Gut, ich will gerade mal den Streifenwagen dahin schicken. Mal gucken, ob man irgendwie da was umstellen kann. Einsatzabbruch. Ich will mal gucken, ob man da irgendwas umstellen kann. Keine Ahnung. Oh ja, geht sogar. Komm, klicken wir gerade einfach mal drauf. Probieren wir mal aus. Okay, komplett gesperrt alles. Und die Spuren wieder freigeben. Okay, man kann also nur komplett sperren oder alle Spuren freigeben. Alles klar. Ja, trotzdem, coole Spielerei auf jeden Fall. Ist gar nicht so unpraktisch. Kann bei Unfällen auf der Autobahn sehr praktisch sein. Vergiftung, Überdosis. Vergiftung, Überdosis. Dann brauchen wir gerade mal einen Rettungswagen hier an der Stelle. So. Ah, Münchner Straßenbahn. wie alle Fahrzeuge der Verkehrsaufsicht hier am Wackeln sind. Was machen die denn in ihren Autos? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. So, Physik ist auf jeden Fall vorhanden. So. Da wurde auch fleißig abgeschleppt. Finde ich gut. Entschuldigung. Oh, das ging schnell. Das ging schnell, aber hier ist ja anscheinend die Rettungswache direkt in der Nähe. Hier oben, da. Da ist Johanniter. Die haben also schön durch den Wald abgekürzt. Alles klar, warum nicht? Warum nicht? So, lassen wir die Zeit gerade mal ein bisschen schneller laufen. Es sieht so komisch aus, wie die Fahrzeuge da im Hintergrund rumwackeln. Okay. Wackel, 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 wackel. So, ab ins Krankenhaus. Er jammert ganz schön rum. So. Die sind auf dem Weg. Sehr gut. Dann ist das auch abgehakt. Ja, wir gucken uns einfach noch so ein bisschen die Map an. Okay, hier unten waren wir auch schon mal unterwegs. Hilflose Person. Sanitäter ins Gebäude schicken, Einheiten ins Gebäude schicken, Sanitäter mit Tragen ins Gebäude schicken, alles klar. Brauche ich hier jetzt die Feuerwehr oder nicht? Es ist ja keine Türöffnung, es ist eigentlich nur hilflose Person. Und
Eigentlich muss ich nur die Sanitäter da reinschicken anscheinend. Wir schicken erstmal nur einen Rettungswagen hin. Ich denke mal, die Person wird vielleicht die Tür noch aufkriegen oder so. Keine Ahnung. Gebrochene Arm haben wir noch reingekriegt. Schicken wir gerade auch mal einen Rettungswagen hin. Und hier sind wir wieder in der Nähe von der Rettungswache. Ich hör's. Da sind wir. Ah, die mit den richtig coolen Skin. Alles klar. So, da ist der Rettungswagen schon da. Wir gucken mal, ob die reinkommen ins Gebäude oder nicht. Schauen wir mal. Okay, ich kann die aber so reinschicken. Alles klar, dann kommen die wahrscheinlich so rein. Gut. Gut, 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 gut. Okay, der andere Rettungswagen rückt geradeaus. So, Blaulicht aus, Heckwanne an. Einmal behandeln. Na, du willst nicht rein? Ach so. Ja. Okay. Einer mit Trage und einer ohne. Jetzt geht's. Sehr gut. So, jetzt sind beide drinne. Ups. Nach Alarmierung. Nach Alarmierung. Notarzt. Lage im Gebäude erkunden. Nach Alarmierung beachten. Notarzt ins Gebäude schicken. Dann schicken wir gerade erstmal den NEF. Wobei, den können wir auch cooler parken. Komm. Der kann hier in die Einfahrt reinfahren. Kann man die Gebäude aufmachen? Nö, kann man nicht. Okay. RD-Kreislauf-Kollaps. Okay, ich bin gerade wieder in der Nähe von der Rettungswache. Und da rückt gerade der Notarzt aus und fährt an der Person hier vorbei. Boah, beste Parkposition. Die Wache hier hat ganz schön was zu tun gerade. Nur noch ein Rettungswagen da. Nur noch ein Rettungswagen da. Die anderen sind alle unterwegs mittlerweile. So. Da ist der Notarzt. Den schicken wir gerade auch nochmal ins Gebäude mit rein. Den Einsatz machen wir jetzt gleich mal fertig, damit ich wieder ein paar Fahrzeuge zusammenkrieg. Da ist auch jedes Fahrzeug ein bisschen anders, oder? Vom Aufbau her, von den blaulichten Balken, vom Blaulichtaufbau. Richtig, richtig schön. Richtig viel Liebe zum Detail. Finde ich richtig cool. Ich habe sowieso größten Respekt vor den Entwicklern hier von der Mod. Also es ist wirklich richtig cool, was sie da zusammengestellt haben. So. Gebrochenes Bein, dafür haben wir den Notarzt gebraucht. Okay. Weiß nicht, den werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mitschicken müssen, oder? Für ein gebrochenes Bein, nö. Alles klar. Gut. Dann sind gleich wieder mal Rettungswagen hier in der Wache. Es steht nur noch einer da. So, die fahren auch zurück. Okay, haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Ja, ich habe die Zeit gerade noch ein bisschen schneller laufen. Anaphylaktischer Schock, das ist natürlich nicht gut. Würde ich gerade mal einen Notarzt mitschicken. Pol, Diebstahl. Diebstahl, direkt an der Map-Grenze. Das ist natürlich fies, wenn er jetzt... Der rennt auch raus. Der Einsatz ist gescheitert, weil... Der rennt direkt raus. Das ist so assi. Tschüss. Tschüss. Okay, da konnte ich jetzt wirklich nichts machen. Das kann natürlich sein, dass er gleich nochmal irgendwo zurückgerannt kommt, aber wahrscheinlich nicht. Das ist halt jetzt richtig assi-Aktion. Jetzt steht er da noch so rum, so provozierend. Hehe, Edge Badge, kannst nichts mit mir machen. Ach was, man kann hier... Ah, ich klicke immer falsch. Man kann hier sogar in die Tiefgarage reingucken. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn?
Was für coole Skins einfach. Charité Uniklinik Brandstedt steht da drauf auf dem LKW. Was ein cooler Skin auch. Die Notfallaufnahme. Ja, richtig, richtig cool. Also wirklich richtig, richtig cool. So, machen wir gerade mal wieder das Dach drauf. Richtig, richtig cool. So, das müsste auch ein neues NEF sein. Sagt mir jetzt jedenfalls gerade nichts. Auch den coolen Barcode drauf. Ja, der Einsatz gilt noch, der läuft noch, aber der Täter läuft immer weiter aus der Map raus. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Vielleicht habe ich Glück und er kommt dann hier hinten demnächst irgendwo nochmal reinspaziert, aber ich glaube ja nicht dran. Ich glaube ja nicht dran. Da hatte ich wirklich keine Chance. Ich bin unschuldig. Ups. So, Blaulicht haben wir gerade mal ausgemacht. Heckwarner ist an. Mittlerweile sehe ich nicht mal mehr das Symbol von dem flüchtigen Täter auf der Map. Das sieht man mittlerweile gar nicht mehr. Der ist schon zu weit weggerannt. Das ist natürlich doof, aber das liegt, glaube ich, auch nicht nur an der Mod, weil Emergency macht das manchmal selber so. Also ich hatte auch schon Fälle gehabt, da hat auch ein Täter direkt beim normalen Freeplay direkt an der Map-Grenze quasi gespawnt und er ist auch einfach rausgerannt. Kann man nichts machen. Einfach ein doofer Moment. Naja, haken wir mal ab. Es wäre so lustig, wenn er jetzt gleich einfach wieder reingerannt kommen würde. Aber nö. Oh, man kann sich hier auch die Hydranten anzeigen lassen. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Aber gut, dass es standardmäßig ausgeblendet ist. Jetzt würde man von der Map einfach gar nichts sehen. Entschuldigung. Doofe Erkältung. So. Genau, Notarzt muss begleiten. Ist auch schon eingestiegen. Können Sie direkt losfahren. Schöne Bodenwelle hier. Ups. Fast Verkehrsunfall. Okay, leicht gestreift. Leicht gestreift. Jawohl. Polizeieinsatz ist endlich fehlgeschlagen. Dann kann ich den Streifenwagen auch mal wieder auf Streife schicken. Da konnte ich nicht viel machen. Da hätte ich von jetzt auf gleich an der Stelle sein müssen, um ihn abzufangen. Wenn er auf dem Weg nach draußen war. Von der Map. Okay, hier wird abgebogen. Ist schon ein ganz schön weiter Weg bis zum Krankenhaus, aber na, was soll man machen? Ich glaube, man hat ja nur die eine Uniklinik hier dann quasi auf der Map, oder sehe ich das falsch? Ich glaube ja. Geht's jetzt gleich wieder in die Tiefgarage runter. So. Was haben wir hier hinten Schönes? Ah, sogar hier schon das Blaulicht ausgemacht. Okay, Notarzt fährt da vorne hin. Und Rettungswagen fährt natürlich hier unten rein. TH1, Verkehrsunfall.
TH1 Verkehrsunfall. Ja, die Verkehrsunfälle, habe ich das Gefühl, die sind noch nicht so hundertprozentig perfekt. Aber wie gesagt, Brandstedt ist noch eine Beta, eine Open Beta aktuell. Also die Map hier. So, HLF. Ich glaube, da brauchen wir aber mehr als ein HLF. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Komm, wir nehmen erstmal nur die Berufsfeuerwache. Ich glaube, das wird sich nämlich sehr schnell ausbreiten. Erst brennt das Carport, dann brennt hier der E-Smart und dann da hinten die Karre und dann das Haus und dann die Bäume und am Ende alle tot. Wir kennen's. Einsatzort erreichen. Vielleicht muss man auch... Okay, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, da steht Einsatzort erreichen. Vielleicht muss ich erst hinfahren, um dann zu sehen, wie der Unfall aussieht und dann erst Sachen nachalarmieren. Das kann auch sein, dass das in der letzten Folge so war. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir einen Unfall auf der Autobahn und hatten keine genauen Infos. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Wäre aber auch sehr cool, wenn es so wäre. Da hier steht Einsatzort erreichen, gehe ich mal davon aus, dass sobald wir da sind, macht's plopp und wir wissen Bescheid, wie der Unfall aussieht. Werden wir gleich sehen. Wir probieren es mal aus. Falls es so ist, wäre das schon irgendwie cool. Ich tue direkt mal ein bisschen was heralarmieren. Sicherheitshalber. Polizei müsste eigentlich zuerst eintreffen. Kommt schnell an Griff. Ich brauche noch mal ein bisschen mehr. Ich werde den Waldbrand nicht verhindern können. So, Einsatzort erreichen. Genau, da sind wir. Okay, ist tatsächlich so das System. Dann war das wahrscheinlich in der letzten Folge auch, als ich die Folge dann beendet habe, so das System quasi dahinter. Alles klar. Gut, wieder was gelernt. Sehr cool. Gut, wir können aber gerade mit dem Fahrzeug quasi nichts anfangen. Wir müssen warten, bis die Feuerwehr da ist. Und dann sehen wir weiter. So, ihr nehmt mal den Hydranten, Verteiler gerade mal dahin. Dann haben wir hier noch weitere Kollegen. Finde ich aber sehr cool, dass man jetzt quasi Meldungen reinkriegt, Unfall, bla bla bla, an der und der Stelle. Und man weiß nicht genau, was einen erwartet, weil das ist ja, glaube ich, in der Realität auch oft so, dass man irgendwie nur mitgeteilt bekommt, okay, da ist irgendwas passiert, fahrt mal hin und erkundet. Finde ich schon ein sehr cooles System. Auf jeden Fall. So. Du könntest mal anfangen, den Baum zu löschen, wenn du Bock hast. Genau, er löscht den Baum. Die Hütte brennt. Löscht mal die Hütte. Und dann den Rest. Rettungsdienst, gebrochene Arm. Rettungswagen. So. Wie sieht's hier aus? Ja, ich habe die Fahrzeuge nur so auf gut Glück mal irgendwo hingeschickt. Wusste ja nicht, was mich erwartet. So. Du musst gerade mal erkunden. Finde ich auch cool, dass man jetzt erstmal erkunden muss und dann genau erst sieht, was eigentlich Sache ist. Richtig cooles System. So, er guckt gerade mal nach. Hier rückt ein weiteres Feuerfahrzeug an, aber das hat sich erledigt, das Thema. Feuer ist aus. Wir brauchen aber noch die Polizei gerade mal an Ort und Stelle, weil wir haben jetzt zwei Fahrzeuge, die abgeschleppt werden müssen. Habe ich ein bisschen Bedenken, dass das funktioniert. Wir werden es aber auf jeden Fall mal probieren. So, hier steht auch schon ein Rettungswagen da, der war auch schnell vor Ort. Okay, eine Person ist da eingeklemmt. Alles klar, dann können wir gerade mal die Person befreien. Sicherheitshalber
Rufen wir nochmal ein NEF, wenn die Person schon eingeklemmt ist. Ah, okay. Ja, ist direkt nebenan. Ist wieder direkt nebenan. Dann ist der schnell da. Dann hätte ich den jetzt vielleicht noch gar nicht alarmieren müssen. Wenn der eh in 2 Sekunden da ist. Aber egal. Ja, komm, wenn er noch hocken kann, dann wird er nicht so schwer verwundet sein. So. Rufen wir gerade mal einen Abschlepper. Rettungswagenbesatzung rennt gerade mal hin und guckt mal nach, was Sache ist. Dann können wir den Notarzt vielleicht gleich wieder wegschicken. So, wie sieht's aus? Was hast du für ein Wehwehchen? Gebrochener Arm. Na dann. Tschüss, Notarzt. Umsonst alarmiert. So, hier haben wir wieder die Polizei. Abschlepper. Abschlepper. Ich wollte gerade mal gucken, ob wir hier auch nochmal eine Heckwanne irgendwie separat einschalten können, aber das ist anscheinend mit dem Warnblinker gekoppelt, oder? Ja. Hier oben ist an dem Warnblinker gekoppelt, alles klar. So, Abschlepper müssten bestellt sein, dann würde ich hier gerade mal 2 Meter weiter wegfahren mit dem Fahrzeug, damit, wenn die kommen, vielleicht die Chance besteht, dass sie die Fahrzeuge doch abschleppen. Ohne mein Zutun. Okay, Arm ist schon eingewickelt, bandagiert, geschient. Die können dann auch mal Platz machen, wenn der Abschlepper kommt. Wir müssen ja immer so ein bisschen vorplanen für die Abschlepper. Kann auch mal auf Streife gehen. Ihr könnt eigentlich auch zusammenpacken. Und ihr fahrt auch gleich weg. So, da kam auch noch ein weiteres Feuerfahrzeug, können wir auch wegschicken. Blaulicht können wir auch mal ausmachen. Die warten jetzt quasi nur auf den Abschlepper. Die sind auf dem Weg ins Krankenhaus, finde ich gut. Da warten wir auf Abschlepper und die sind auch gleich auf dem Weg ins Krankenhaus. Aber finde ich wirklich sehr cool, dass man jetzt Einsätze reinkriegt, wo man wirklich eigentlich gar nichts Genaues weiß. Dass nur gemeldet wird, okay, da ist ein Unfall und dann, ja, Rest muss man selber erkunden. Finde ich richtig cool. Finde ich richtig cool. Lass die Zeit gerade mal ein bisschen schneller laufen, weil ja eigentlich momentan nicht ganz so viel passiert. Außer dass Abschlepper überall quer durch die Map fahren. Müssen gerade mal gucken, ob alle Fahrzeuge wieder... Okay, hier haben wir noch ein Fahrzeug stehen, das schicken wir jetzt auch mal zurück. Das steht schon ein bisschen länger da. Okay, die sind alle auf dem Weg. Gut. Okay. Ja, die Abschlepper, die laufen hier. Das funktioniert. Naja, hat's auch funktioniert. Ja, krass. Und schon wieder Grafikbug. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe schon alles runtergeschraubt. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Na gut, dann sind wir bei einer Folgenlänge von 28 Minuten. Ich denke mal, das reicht erstmal. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ärgerlich mit dem Grafikbug, besonders weil es jetzt auch mit runtergeschraubten Einstellungen das 2. Mal schon ist. Aber gut. Hoffe, das fängt sich irgendwann. Na gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne den Kanal auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Link zu allem wie immer in der Videobeschreibung. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.